Und da sind wir wieder und wir müssen das königliche Lächeln besorgen, mit Hilfe eines Lichtglases, mit dem wir Mondlicht einfangen, damit wir mit diesem königlichen Lächeln dann endlich das Entgiftungselixier herstellen können, damit wir den Fluss entgiften können und dann hoffentlich dort weiterkommen. So viel zu unseren aktuellen Aufgaben. Der letzten Folge haben wir ja den gelben Kristall bekommen. Jetzt haben wir schon zwei, den gelben und den grünen. Melvin kann damit in die Vergangenheit schauen. Und eventuell das Rätsel lösen. Ich frage mich natürlich auch, wer dieser geheimnisvolle Fremde ist, von dem jetzt schon ein paar Mal die Rede war, der sich da nach den Kristallen erkundigt hat. Offenbar aber erfolglos, denn er hat sie ja nicht bekommen. Wir haben ja die beiden Kristalle. So. Sieht wie eine gigantische Mondblume aus. Dann benutze ich jetzt mal unser Lichtglas. Hier. Ah, die CD muss wieder nachladen. Das ist ein bisschen lästig, muss ich sagen. Aber leider nicht zu ändern. Gut, was steht denn jetzt im Inventar? Mondstrahlen in einem Lichtglas. Okay. Und damit müssen wir jetzt zur Prinzessin, die direkt nebenan wohnt, aber für uns leider einen ziemlichen Umweg bedeutet. Ich bin ja mal gespannt, was den Feen noch alles so einfällt. Also, bis jetzt war es ja so, dass jedes Mal, wenn ich dachte, wir hätten jetzt dieses oder jenes zu erledigen, die erstmal mit drei anderen Sachen noch angekommen sind. Bin ich jetzt richtig? Ja, so halbwegs. Oder? Moment. Hätte da jetzt nicht eigentlich ein Aufzug sein müssen? Nö, da ist keiner. Ja gut, dann eben den anderen Weg. Aber jetzt sollte ja wirklich das alles so langsam klappen. Ich wüsste jetzt nicht, was da noch offen sein sollte. Jetzt bin ich gespannt. Wir gehen mal direkt zur Prinzessin. Oh, da sind alle Meisterinnen versammelt. Hätten die das nicht früher machen können, hätte ich mir eine Menge Wege gespart. Alles ist Ja, so weiß ich traurig. doch, weiß Ich ich weiß gar doch. nicht. Soll ich sie jetzt einfach mal benutzen? Ich kann der Prinzessin helfen. Ich weiß, wie wir sie wieder zum Lächeln bringen. Ich glaube auch, dass du das schaffen kannst, Melvin. Keiner kann unsere geliebte Prinzessin wieder zum Lachen bringen. Keiner. Nein, alles, was ich sage, entspricht der Wahrheit. Huch, was war denn los? Was ist denn das? Oh, seht, seht, ich kann wieder lachen. Es ist wundervoll, wieder fröhlich sein zu können. Melvin, du bist doch ein Magier. Nun ja, danke schön. Darf ich euch vielleicht um einen Gefallen bitten? Ich habe ein Entgiftungselixier bei mir, das erst durch euer wundervoll strahlendes Lächeln zu wahrer Wirksamkeit gelangen kann. Es heißt, mit ihm könnten wir die giftigen Flüsse wieder reinigen. Ich würde das gerne so bald als möglich ausprobieren, um den dunklen Wald betreten und vielleicht sogar das gesamte Feenreich retten zu können. Werdet ihr also für mich lächeln? Natürlich mache ich das, Mel. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu lachen. Gib mir einfach das Entgiftungselixier und ich schaue, was ich machen kann. Ich verstehe schon, Mel, dass du nicht bleiben kannst, auch wenn ich nicht genau weiß, wo deine Reise eigentlich hingehen soll. Jedenfalls wirst du durch den dunklen Wald müssen, in dem offenbar der Flussvergifter lauert. Ich habe immer befürchtet, dass er zurückkehrt, und nun ist er wirklich hier. Aber jetzt, wo du uns schon in so vielem geholfen hast, lass mich dich auch nicht mehr so schnell ins Bockshorn jagen. Trotzdem, sei auch du gewappnet, wenn du dorthin gehst. Bitte nimm dieses spezielle Kettenhemd von mir an. Es schützt dich gegen Schnitte und Stiche. Leg es an, wenn du den dunklen Wald betrittst. Ich hoffe wirklich, dass wir uns wiedersehen werden.
Okay, wir haben ein Kettenhemd bekommen. Oh, und ordentlich XP, so wie es aussieht. Das ist doch jetzt bestimmt. Ja, ich habe es fast befürchtet. Also hier haben wir noch ein Amulett der Magie und das Kettenhemd. Und ich mochte ja immer den Ring sehr gerne, weil er vor Vergiftungen schützt und unsere Regeneration fördert. Aber vielleicht ist das Kettenhemd gar nicht so schlecht, wenn wir dadurch vielleicht weniger Schaden nehmen. Jetzt haben wir das Entgiftungselixier und jetzt erinnere ich mich, dass wir ja diesen grünen Nebel dort hatten im Wald und kein Floß gekommen ist, keine Fähre. Und vielleicht ändert sich das, wenn wir jetzt hier an dieser Stelle dann das Entgiftungselixier benutzen. Ich möchte das jetzt auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe auch gar keine andere Wahl. Was mir übrigens jetzt aufgefallen ist, also Melvin fühlt sich ja jetzt in seiner Retterrolle anscheinend sehr, sehr wohl. Er denkt überhaupt nicht mehr an Dreamer Town, wo er ja sowieso nicht besonders willkommen war. Und von wegen, er ist kein richtiger Magier. Oh, halt, Moment, Moment, Moment. Mir fällt gerade noch was ein. Bevor wir das machen, möchte ich noch mal zu Lonicera. Denn Lonicera ist ja eigentlich die Händlerin, die einen Haufen Sachen vertickt. Und vielleicht hat sie jetzt ja endlich mal was für uns. Wir haben ihr jetzt so viele Gefallen getan. Ja, da könnte sie ja jetzt doch endlich mal ein paar Pfeile und ein paar andere Sachen rüberwachsen lassen. Also da möchte ich auf jeden Fall noch nachschauen. Wir haben so viel Gold inzwischen. Es heißt doch immer, sie ist die Händlerin. Sie hat ja sogar erwähnt, dass sie Pfeile verkauft. Puh, da bin ich jetzt froh, dass mir das noch eingefallen ist. Hoffentlich macht sie das jetzt auch. Hallo. Ja. Möchtest du na Ja, los. ich möchte. Verrat. So, was hat sie denn alles? Einen Kubus, den nehmen wir sofort. Was ist es denn, ein magischer? 200? Ach du liebe Zeit. Ja, aber den will ich. So. 30 Gold für einen Pfeil? Ich probiere das mal. Ich weiß jetzt nicht, ist das für einen oder vielleicht für fünf oder so? Für 10 Pfeile. Ja, dann nehmen wir doch mal viele, viele Pfeile. Ich glaube, den Rest brauchen wir auch nicht so, aber Pfeile möchte ich so viele wie möglich haben. Dann nehme ich alle. So. Fackeln. Also Tränke brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Wir haben so viele. Ich möchte mir lieber mein Geld aufheben, falls der nächste Händler, an den wir geraten, wieder einen Kubus hat. Und den werden wir uns auch gleich mal einverleiben. Erhöht Mystik. Jetzt lädt tatsächlich die CD nach, weil ich einen Kubus benutze. Das ist doch nicht wahr, oder? Sehr schön. Ja, jetzt fühle ich mich schon gleich viel besser. Wir haben Pfeil und Bogen, wir haben genügend Pfeile. Also, was heißt genügend? Ja, die werden schon relativ schnell aufgebraucht sein. Aber ich bin jetzt gerade wieder falsch gelaufen. Hier geht's raus. Wie gesagt, auf Tränke verzichte ich jetzt ganz bewusst, weil da haben wir in letzter Zeit immer so viele gefunden, da möchte ich jetzt kein Geld für ausgeben. Dann ist es jetzt dann aber tatsächlich an der Zeit, die Feen zu verlassen. Schade, ja, bis zu einem gewissen Punkt, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat mit den Feen. Aber ich habe mich da auch sehr drauf gefreut, auf diesen Bereich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt wirklich. Heute ist Freitag. Ich habe jetzt, glaube ich, an 4 Tagen diese Woche jeweils eine komplette Session von 6 bis 8 Parts immer aufgenommen. Jeden Tag, weil ich so einen Bock auf dieses Spiel hatte. Aber ich freue mich jetzt auch, wenn ich wieder ein bisschen kämpfen kann. Und ich habe noch leider eine schlechte Nachricht. Es gibt einen zweiten Teil, der heißt Technomage, das Ende der Ewigkeit. Dieser Teil heißt ja die Rückkehr der Ewigkeit. Und leider ist dieses Spiel nicht zu bekommen. Wenn jemand von euch das irgendwo sieht, als PC-Version, auf PlayStation bringt es mir leider nichts, weil ich keine aktuell funktionierende Konsole habe. Und selbst wenn ich sie hätte, könnte ich damit nicht aufnehmen. Aber ich habe bei eBay geguckt, ich habe bei Amazon geguckt, ich habe bei eBay Kleinanzeigen geguckt. Ich komme an das Spiel, das Ende der Ewigkeit, nicht dran. Es gibt auch nur ganz wenig Hinweise im Internet, dass es dieses Spiel überhaupt gibt. Und nein, ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Und wie gesagt, wenn irgendeiner von euch dieses Spiel irgendwo hat und nicht mehr braucht, was ich jetzt schon mal nicht glaube, bitte meldet euch, weil ich kann leider, ich würde den zweiten Teil unglaublich gerne let's playen. Ich kenne ihn überhaupt nicht, aber ich kann es halt leider nicht. Deshalb werde ich euch den leider vorenthalten müssen.
So, jetzt schauen wir mal. Da lädt gleich wieder die CD nach. Mhm. Ah. Und viele Feen beehren uns hier. Vielleicht so eine kleine Verabschiedung. Es gibt eine Buchreihe Technomage über Melvin und seine Abenteuer. Die würde mich auch mal total interessieren. Aber, oh, das schaut hier gar nicht mehr so schön aus hier. Aber wie gesagt, dieses zweite Spiel, da finde ich leider nur eine Rezension drüber, mehr nicht. Und hier dürfen wir jetzt auf jeden Fall wieder mal ein bisschen Gegner abschlachten. Da freue ich mich ja schon. Ja, hier ist das Wasser also richtig schlammig und also schön ist es hier nicht. Viele neue Gegner, so wie es aussieht. Die allesamt noch keinen Namen haben. Und hier eine prima Gelegenheit zu sterben. Ah, diese Fische sind ja ziemlich eklig. Kommt ihr nochmal raus? Ich würde die gerne beseitigen, genau. Bevor sie mich beseitigen. Ich habe nämlich Angst, dass die mich da von diesen Podesten runterschubsen könnten. Ah, jetzt darf ich mich schon gleich wieder heilen hier. So, okay. Das hätten wir geschafft. Mal kurz auf die Karte gucken. Oh, das sieht nach einem großen Gebiet aus. Ich kann aber jetzt nur in diese Richtung... Okay. Oh Gott. Moment, 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 Moment. Erstmal heilen. So. Und dann schnell speichern. Denn gespeichert haben wir jetzt schon länger nicht mehr. Was ist das denn? Was seid ihr denn? Boah, die haben jetzt aber gut Schaden gemacht hier. Ich hoffe, dass die wenigstens gut XP geben. Erstmal hier umschauen. Oh, ganz gut. Die kann ich jetzt gut brauchen. Ja, genau, die Befürchtung hatte ich, dass sie mich hier oben erwischen und da kann ich mich ganz schlecht zur Wehr setzen, verdammt. Jetzt bin ich beim letzten wieder abgestürzt. Aber ist nicht schlimm, ich hatte ja gerade erst einen Sicherungspunkt. Ach, jetzt bin ich wirklich so blöd, hier rüber zu hüpfen. Eigentlich habe ich jetzt den Eindruck gehabt, dass ich das inzwischen besser hinkriege mit dem Springen. Och, das gibt's doch nicht. So. Erstmal hier den beseitigen und den am besten auch gleich. So. Können die mich schon mal nicht mehr nerven? Jetzt ist er nicht gesprungen. Ach, Menno. Die machen mich alle wahnsinnig hier. Wie viele gibt's denn von denen hier noch? Kommst du mal raus? Nee, will er nicht. Ja, komm. Jetzt! Hallo! Es reicht jetzt. Also ich habe ja das Kettenhemd an. Aber im Moment hätte ich auch nichts gegen eine zügige Regeneration, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt muss ich tatsächlich heilen. So, jetzt aber. Diese Viecher, die irritieren mich total.
weil die, wenn die da so schnell rumfliegen, immer so ein bisschen wie so kleine Feen wirken. Und man dann erst sieht, dass sie natürlich Feinde sind. Also ich weiß jetzt natürlich, hier kommen keine Feen mehr. Deshalb brauche ich mich dieser Illusion gar nicht hingeben. Oh, ui. Gleich mal zwei hier. Und vergiftet wurde ich auch noch. Na super. Ich frage mich wirklich, was mir jetzt dieses Kettenhemd gerade bringt. Ich glaube, mit dem Ring wäre ich echt besser dran gewesen. Im Moment verbrauche ich mehr Tränke, als ich finde. Oh, was war das denn? Pfeile. Oh, schön. Das wusste ich nicht, dass die Gegner auch Pfeile droppen können. Ey, das gibt's doch jetzt gar nicht hier. Vielleicht sollte ich mal kurz mein Radar anwerfen. Da ist also nochmal ein Gegner. Das kann ja nur so ein blöder Fisch sein eigentlich. Ich stehe eigentlich schon drauf. Was ist das denn da unten? Ach, das ist so ein Fisch. Ja, der hat sich da nur festgebackt. Okay. Oh, da gibt es irgendwas zu holen. Kristalle, Kombikristalle. Ich hatte mich zwar gerade erst geheilt, aber das soll mir jetzt auch recht sein. Ich werde trotzdem am Feuerzauber bleiben und keinen anderen jetzt auswählen. Moment. Ich möchte erst nochmal hier oben das Ganze erkunden, damit die Karte vollständig ist. Oh, zumal hier noch Gegner rumschwirren. Oh, geil, ein Level up. Und das, obwohl meine Energie so weit oben war. Na toll. Ja, wir werden wohl wieder auf Stärke und Konstitution gehen. Wir sind jetzt in einem Gegnerbereich. Das heißt, da werde ich viel mit dem Nahkampf arbeiten. Zumal wir ja zum Beispiel für Mystik jetzt schon einen Kubus investiert haben. Oh, jede Menge Kristalle. Die würde ich jetzt eigentlich ganz gerne mal kurz stehen lassen, denn meine Energie ist ja so gut wie voll. Die Frage ist, komme ich nochmal hierher zurück? Ich könnte versuchen, den hier zum Beispiel mit einem Zauber zu erledigen. Tatsächlich. So, da kann ich nämlich gleich mal Mana-Kristalle und so das so investieren. Die anderen lasse ich mal. Vielleicht komme ich ja doch nochmal hierher zurück. Ja, ziemlich sicher nämlich, wenn ich jetzt hier gleich runterfall. Oh, gar nicht mal. Okay. Also diese Viecher, die erinnern mich so ein bisschen an Jabba aus Star Wars. Ja, es ist aber schön, dass wir wieder jetzt ein bisschen Abwechslung haben und eben ein düsteres Gebiet und viele Feinde. Schön zum Leveln. Ja, es ist auch ziemlich linear, so wie es aussieht. Also, man kann immer nur einen Weg wählen. Oh, jetzt werden sie aber lästig hier. Ja, natürlich könnte ich jetzt zurückgehen und mir nochmal diese zwei Kristalle holen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei draufgehe, ist ziemlich groß. Ich lasse das jetzt mal eben. Diese Ecke muss ich mir noch kurz angucken. Oh, gut, dass ich da nochmal hin bin. Zwei Kombitränke. Ich werde nochmal kurz speichern. So. Mich interessiert jetzt gerade mal, 11%. Mich hat jetzt mal interessiert, weil wir ja gerade ein Level-Up hatten, wie viel XP diese paar Gegner geben. Also die geben schon ganz ordentlich. Ich meine, dass ich jetzt nicht immer nach 5 Gegnern ein Level-Up habe, sollte ja klar sein. Nochmal Pfeile. Also es wird mit Sicherheit der Moment kommen, wo ich auch von Pfeil und Bogen mehr Gebrauch mache. Im Moment möchte ich
Da aber nichts verschwenden, solange ich mit dem Morgenstern noch ganz gut klarkomme. Bin ich jetzt bescheuert? Wieso bin ich denn da jetzt reingefallen, Mensch? Wo bin ich jetzt? Oh, da oben bin ich wieder rausgekommen. Oh je. Ach ja, das war das, wo ich gesagt habe, dann werde ich da schon nochmal hinkommen und mir die beiden Kristalle einsammeln können. Ja, richtig. Hat auch geklappt. Ein bisschen außerplanmäßig. Jetzt geht das wieder los. Ach Mensch. Also wir haben auch noch ein paar Minütchen. So. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Da lang. Ich mag diese Geschichte von Melvin wahnsinnig gerne. Ich finde auch, dass er ein sehr sympathischer Hauptcharakter ist. Hat man ja auch ganz oft, dass man irgendwie so einen absoluten Idioten spielt oder so. Melvin finde ich cool. Er hat auch durchaus einen gewissen Humor und Fähigkeiten, hat ein ansprechendes Äußeres. Also jetzt nicht so zuckersüß, sondern wirklich ja nett einfach. Und ich habe gerade gesehen, dass ich hier nur den einen Pfad noch nicht erkundet habe. Den hier. Wer weiß, vielleicht... Nee, da ist nichts mehr. Okay. Ja, das hätte ja die Karte ruhig anzeigen können jetzt hier. Da sind sie manchmal ein bisschen kleinlich. So. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie dieses Gebiet heißt, muss ich ehrlich sagen. Also der Feenwald ist es nicht mehr. Das ist dann wohl der dunkle Wald, oder? Oh nein! Schon wieder! Ach, Menno. Jetzt bin ich wieder hier oben, oder? Oder bin ich jetzt woanders? Ja, ich bin wieder hier oben. Na toll. So, jetzt aber aufpassen hier. Kann ja jetzt wohl nicht so schwer sein, hier rüber zu kommen. Muss ich mich in diese Richtung halten? Und jetzt hier lang, oder? Ja, genau. Jetzt bloß nicht runterfallen. Es könnte gerne nochmal so ein Sicherungspunkt kommen. Nee, stattdessen darf ich gleich wieder rumhopsen. Oh Mann. Da ist einer. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt Moment. Da gibt es jetzt zwei Wege. Ich schaue gleich auf die Karte. Moment. Oh, jo, 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 jo. Also, wenn ich hier lang gehe, da unten, da gibt es wohl so eine kleine Insel. Ich möchte da kurz hin. Wir hatten ja gerade einen Sicherungspunkt, um zu gucken, ob da irgendwas Nettes für mich rumliegt. Und wenn es nur ein paar Gegner sind, die mir XP verschaffen, da ist nichts. Ja, dann kann ich mir das auch sparen. Nee. Weil der Sprung, der ist relativ weit und hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da runterfalle, ist ziemlich groß. Dann spare ich mir diese kleine Insel. So. Dann geht es jetzt dann wohl hier weiter. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay, ein bisschen Abstand. Und dann drauf dreschen. Was das Zeug hält. Ja, wir machen gerade ordentlich Minus, was die Tränke angeht, aber es hilft alles nichts. Komm halt her, du Vieh.
Boah. So, hoch oder runter? Ich würde jetzt erstmal kurz nach oben gehen. Ich glaube, dass unten, nach unten wäre jetzt der wohl der reguläre Weg. Also schauen wir uns erstmal hier oben noch ein bisschen um. Nicht, dass uns hier noch was entgeht. Ich könnte noch mal kurz das Radar anwerfen. Ich vergesse das immer. Ich glaube, dass mir auf die Art oder dass mir vielleicht sogar schon ein paar Kristalle entgangen sind, die ich mit dem Radar gefunden hätte. Aber ich denke da eben auch nicht immer dran. So, jetzt kann ich hier weitergehen. Ja, das schauen wir uns mal an. Oh, da sind jede Menge Tränke. Also da müssen wir auf jeden Fall hin. Uiuiuiui. Ja, da hat es jetzt mal wieder in der Tränkekiste gescheppert. Okay. Und Kristalle. Sehr schön. So, wo müssen wir jetzt lang? Da lang. Ein Sicherheitspunkt. Und noch mehr Kristalle. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was es mit diesem Flussvergifter auf sich hat. Ich kann mich da nicht mehr wirklich dran erinnern. Klingt mir schwer nach einem Bossgegner. Oh, jetzt schmeißen sie uns hier aber zu mit Kristallen. Ja. Ich wollte gerade sagen, die sammeln wir jetzt ein. Wer weiß, ob wir da nochmal hinkommen. Ja, wir kommen hin. Aber es sind auch keine Gegner da. Also, im Moment jedenfalls. Ach Mensch. Ja, wenn man das hochspringen muss, das ist schon, ja, immer so ein bisschen heikel, weil man muss wirklich sehr weit vorne stehen, um diesen, jetzt hier auch wieder, um diese Lücke zu überwinden und dann läuft man halt auch Gefahr, dass man da irgendwo runterfällt. Ich glaube, da muss ich hier, oh nein, ja genau das ist es. Ich wollte jetzt wirklich schön an den Rand, damit ich auf jeden Fall rüberkomme und war dann halt über den Rand. Neuer Versuch. Ja, das war. Oh, das war haarscharf jetzt. Okay, jetzt mal nicht ganz so nah. Okay, das hat gereicht. Und jetzt kann ich nämlich auch darüber. Kleiner Mana-Trank. Okay, das hat auch gereicht, Gott sei Dank. Und da sind die Gegner wieder. Ach du liebe... Und wie viele gleich. Jetzt weiß ich auch, warum es da so viele Tränke gegeben hat. Und so viele Kristalle. Ich habe aktuell volle Energie. Ich haue jetzt gerade mein komplettes Mana raus. Also ich habe jetzt sowohl mit der Waffe zugeschlagen, als auch mit Zaubern gearbeitet. Muss jetzt trotzdem noch mal kurz heilen. Ich habe jetzt auch gerade geschaut, so extrem viel Minus haben wir nicht gemacht. Ich nehme jetzt mal einen Entgiftungstrank. Ganz einfach, wir haben es ja. Ja. Warum bin ich da jetzt reingesprungen? Ach, Menno. Aber gut, die Gegner sind ja trotzdem besiegt. Also, jetzt darf ich zwar da noch mal rüber hopsen. Ja, ja. Aber die Gegner bin ich ja schon mal los. Also, ja gut, es mag durchaus sein, dass da noch einzelne rumspringen. Aber im Wesentlichen habe ich die Gegner beseitigt. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal kurz Pause an dieser Stelle. Oder? Zeit ist nämlich eigentlich rum. Einen Versuch mache ich noch. Und dann beende ich den Part. Dann müssten wir nämlich auch gleich mit diesem Bereich hier fertig sein. Dann müsste eine neue Karte kommen.
Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich gucke gleich nochmal. Ja, da unten ist der Ausgang. Also dieser eine Versuch noch zum Ausgang zu kommen. Wenn das nicht klappt, dann mache ich eine Pause und dann machen wir das beim nächsten Mal. Ja. Nee, das war jetzt keine Absicht, aber das ist einfach blöd mit dem Springen. Beim nächsten Mal erreichen wir dann aber den Ausgang und kommen in ein neues Gebiet. Ich freue mich schon. Bis dann. Tschüss.